Hallo, mein Name ist Markus Jung von Fernstudiuminfos.de und in diesem Newsvideo stelle ich euch den neuen Studiengang Pflege der Apollon-Hochschule vor. Studiengänge aus dem Bereich der Pflege gibt es schon einige, auch im Bachelor. Allerdings gehen diese häufig in die Richtung Pflegemanagement oder auch Pflegepädagogik, also weg von der eigentlichen Pflege am Patienten am Bett, wie es auch oft formuliert wird. Die Besonderheit bei diesem Studiengang ist hingegen, gezielt die Zielgruppe der Pflegekräfte anzusprechen, die im patientennahen Umfeld bleiben wollen und sie dort weiter zu qualifizieren und auch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse dort mit einfließen zu lassen. Dementsprechend richtet sich dieser Studiengang auch primär an Menschen, die bereits eine Pflegeausbildung haben, wobei es auch möglich ist, ohne diese in den Studiengang hineinzukommen. Wer eine solche Pflegeausbildung hat, und das werden wohl die Mehrheit der Studierenden sein, an die sich dieser Studiengang richtet, bei denen ist es so, dass diese Ausbildung angerechnet werden kann auf das Studium in Höhe von 50%, sowohl was die Zeitdauer des Studiums angeht, als auch was die Kosten angeht. Welche Auswirkungen das genau hat, das schauen wir uns dann jetzt mal an. Zunächst mal, was die zeitliche Veränderung angeht, der Studiengang wird in zwei Varianten angeboten. Für diejenigen, die sich zutrauen, recht schnell dadurch das Studium zu gehen, die vielleicht gerade nur Teilzeit arbeiten oder ja, einfach sich so fit fühlen, dass sie das ausprobieren möchten, beträgt die Regelstudienzeit 36 Monate. Hier ist dann eine Verkürzung möglich auf 18 Monate, also gerade mal 1,5 Jahre. Was schon sehr kompakt dann ist für einen Bachelorstudiengang. Wer Vollzeit arbeitet oder sich etwas mehr Zeit lassen möchte, für den gibt es eine zweite Variante. Diese basiert auf einer Regelstudienzeit von 48 Monaten, also von 4 statt 3 Jahren. Und hier dann die Verkürzung durch die Pflegeausbildung auch wieder 50% weniger. Also kommt ihr dann auf 24 Monate. Sind 2 Jahre, ist für einen Bachelorabschluss immer noch sehr schnell und wäre vielleicht allenfalls noch zu schlagen durch duale Studiengänge, wenn also das Ganze bereits während der Ausbildung stattfindet. Inwiefern das auch möglich ist, da liegen mir noch keine Infos zu vor, könnte sich ja vielleicht auch ergeben. Also zum einen seid ihr deutlich schneller fertig und könnt euren akademischen Abschluss in der Tasche haben. Und natürlich ist es hier so, wie bei den meisten Fernstudiengängen, wenn ihr während des Studiums bemerkt, ihr braucht doch mehr Zeit, gibt es die Möglichkeit einer zunächst kostenlosen Verlängerung der Studiendauer. Ja, und wenn das auch nicht reicht, besteht üblicherweise die Möglichkeit, dann nochmal kostenpflichtig noch länger zu verlängern. Oder aber ihr könnt auch mit dem Anbieter sprechen, zum Beispiel was eine Unterbrechung des Studiums angeht, eine Studienpause. Wenn jetzt irgendwas passiert während des Studiums an äußeren Einflüssen, dass ihr doch nicht so schnell vorankommt. Ja, die Zeit ist ein wichtiger Faktor, wenn man sich berufsbegleitend weiterbilden möchte. Das andere sind natürlich auch die Kosten. Hier gibt es ja die Info der Apollon-Hochschule, dass auch die Kosten sich reduzieren. Und ja, bei den Klettanbietern ist es ja auch so, dass viele Infos dass so einer Download-Schranke sind, aber zumindest die reduzierten Gebühren sind hier mit veröffentlicht, kann ich also hier auch an euch weitergeben. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, die gedruckten Studienbriefe mit in Anspruch zu nehmen, also die sogenannte Print-Variante. Und einmal gibt es eine Online-Variante, bei der ihr auf gedruckte Studienbriefe komplett verzichtet. Schont die Umwelt, schont auch ein bisschen euren Geldbeutel. Sehen wir gleich noch, wie sich das auswirkt und ja, es ist halt auch ein bisschen so persönliche Präferenz, ob ihr sagt, ich lerne eh nur noch mit digitalen Unterlagen gerne oder gerne haptisch noch das Papier in Händen haben möchtet, dort vielleicht den Blättern oder auch markieren möchtet. Was ich eher nicht empfehlen würde, ist, nur etwas Kosten zu sparen, die Online-Variante zu nehmen und dann das Ganze selbst auszudrucken. Sieht meistens nicht so schick aus. Wenn ihr da solche lose Blattsammlungen habt, geht auch mächtig ins Geld, wenn ihr da zum Beispiel einen Laserdrucker das selbst macht oder es dann extern drucken lasst oder wird da halt auch wieder aufwendig, wenn dann auch noch eine Bindung dazu kommt. Also dann würde ich empfehlen, nehmt die gedruckten Studienbriefe, sehen schick aus, sind hochwertig aufbereitet und ja, so riesig ist dann auch die Ersparnis gar nicht, wie wir gleich sehen werden, dass sich das lohnen würde.
Okay, bleiben wir zunächst mal bei der Print-Variante. Wie gesagt, die Kosten werden hier nur für die bereits verkürzte Version angegeben. Sind immer noch recht ordentlich. Komme ich später auch nochmal zu der Frage, wer soll das bezahlen? Ja, konkret, wenn ihr über 18 Monate studiert, also die kurze Variante nehmt, dann seid ihr bei 477 Euro pro Monat. Das ergibt dann bei 18 Monaten insgesamt 8.586 Euro. Entscheidet ihr euch für die etwas längere Variante mit 24 Monaten, reduziert sich die monatliche Belastung auf 369 Euro pro Monat. Allerdings ist die Gesamtstudiengebühr dann etwas höher und liegt bei 8.556 Euro. Ja, quasi gibt die Apollon-Hochschule euch ja dann für diese längere Zeit sozusagen erstmal einen Kredit oder finanziert diese Studiengebühren, die sie noch nicht erhalten hat, verlangt dort ein bisschen mehr. War früher bei einigen Anbietern auch mal anders, ist aber hier so, dass dann eine Differenz davon ungefähr 300 Euro zwischen diesen Varianten besteht. Na, dafür habt ihr das Geld dann auch noch ein bisschen länger auf eurem Konto. Was mir da auch gerade noch zu einfällt, wurde kürzlich darüber diskutiert, teilweise gibt es die Möglichkeit, bei Anbietern auch Vorauszahlung zu leisten und da vielleicht dann auch noch einen Rabatt mit auszuhalten, handeln. Aber dann wäre das ganz genau abzuklären, ob ihr dann zum Beispiel auch trotzdem noch eure normale Kündigungsfrist in Anspruch nehmen könnt oder aber auch schon das ganze Material freigeschaltet bekommt und darauf dann verzichtet. Okay, ja, wie gesagt, bei der Online-Variante wird es ein bisschen günstiger, aber ihr seht hier im Vergleich, so viel macht das gar nicht aus. Ihr seid dann bei der 18-Monats-Variante online bei insgesamt 8.118 Euro, 18 mal 451 Euro oder in der längeren Variante bei 8.424 Euro. Hier sind es dann 24 mal 351 Euro pro Monat. Ja, soweit mal zu den Kosten. Kommen wir zur Ausrichtung des Studiengangs. Wozu qualifiziert denn dieser Studiengang? Dazu habe ich euch eine kleine Übersicht vorbereitet, nach dem, was die Apollon-Hochschule hier angibt an Qualifikationen. Hier werden zwei Zielbereiche angegeben primär. Einmal so der Bereich Beratung und Schulung von professionellen Pflegekräften sowie auch von pflegenden Angehörigen und zum anderen der Bereich Qualitätssicherung und Übertragung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse in den Pflegealltag, wo ihr also dann tatsächlich in der Pflege tätig bleibt, aber das, was ihr hier gelernt habt, moderne Erkenntnisse, vielleicht auch mal so das ein und andere, was ja auch in der Pflege oft vielleicht sehr eingefahren ist, über die Jahre und Jahrzehnte zu überdenken, vielleicht auch mal mit wissenschaftlichen Erkenntnissen daran zu gehen, das zu überprüfen und auch das ein und andere zu verändern. Es gibt auch noch einige Zertifikate, die ihr miterwerben könnt während des Studiums zur Qualifikation. Das schauen wir uns später direkt auf der Website der Apollon-Hochschule an. Es gibt die Möglichkeit, verschiedene Wahlpflichtfächer zu wählen. Und ja, mit dieser Auswahl bestimmt ihr dann natürlich auch schon ein wenig, in welche Richtung es später gehen soll. Legt euch da schon ein wenig fest, sodass es Sinn macht, dass ihr euch das im Vorfeld überlegt. Es gibt zum einen Pflichtmodule, da den Gesamtablauf des Studiums, den schauen wir uns gleich auch auf der Apollon-Website an, weil das dort recht übersichtlich dargestellt ist, auch über die verschiedenen Semester dann. Und dazu kommen dann halt im späteren Verlauf des Studiums die Wahlpflichtfächer, bei denen ihr zwei von sechs Möglichkeiten auswählt. Das Ganze ist erst im späteren Verlauf des Studiums, ihr müsst euch also nicht gleich zu Beginn festlegen. Ja, welche sechs Bereiche stehen hier zur Auswahl? Zum einen Palliative Care, dann die Pflegeberatung und das Case Management, die digitalisierte Pflege, Human Resource Management, wenn ihr also doch eher so einen Schwerpunkt im Bereich Personal legen möchtet, das Pflegecontrolling, oder der Bereich Praxisanleitung, Anleitungsprozesse planen und gestalten. Ja, ich habe es gerade angesprochen. Als nächstes möchte ich mit euch noch auf die Website der Apollon-Hochschule gehen. Den Link dazu, den blende ich hier mal kurz ein, aber selbstverständlich findet ihr den auch in der Videobeschreibung. Könnt dann dort direkt rüber switchen.
Es ist dort ein Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr dann Infomaterial bei der Apollon-Hochschule anfordert oder sogar dort bucht, würde ich eine kleine Provision bekommen, ohne dass es für euch teurer wird. Okay, gehen wir dort mal rüber auf die Seite und schauen uns das an. Vieles habe ich ja jetzt bereits erwähnt, möchte ich hier jetzt nicht mehr im Detail drauf angehen. Aktuell zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos gibt es noch einen Rabatt von 10%, einen sogenannten Herbstrabatt auf die Studiengebühren, alle Bachelor, Master, wo dieser ja mit dazugehört. Gut, die wichtigsten Fakten haben wir vorhin ja schon besprochen. Hier bei den Studiengebühren, die hier angegeben werden, ist ja dieser Herbstrabatt schon mit eingerechnet. Man sieht hier auch nochmal die von mir bereits erwähnte Möglichkeit der kostenlosen Verlängerung des Studiums. Hier bis zu 50% der gewählten Studienvariante, also dann 9 bzw. 12 Monate, könnt ihr dort nochmal kostenlos verlängern. Wenn es dann immer noch länger wird, sprecht mit der Hochschule, was dann möglich ist. Häufig ist dann eine kostenpflichtige Verlängerung möglich, bei der die Studiengebühren auch geringer sind als die vorherigen Monatsgebühren. Ja, Credit Points vielleicht noch ist ein für den Bachelor üblicher Umfang von 180 Credit Points. Das heißt, wenn ihr dann einen Master später machen würdet mit 120 Credit Points, kämt ihr auf die 300 Punkte, zum Beispiel auf eine spätere Promotion. Ja, Abschluss ist ein Bachelor of Science. Es gibt ein Teststudium, ein Probestudium, wie üblich hier 4 Wochen. Verpflichtend sind 2 Wochen. Und ja, für die fachliche Anerkennung oder Prüfung des Studiengangs bei der Apollon-Hochschule sind die Studiengänge programmakkreditiert, also durch eine Akkreditierungsagentur und hier durch die AHPGS. Ja, dann gibt es noch einige Infos, was zu erwarten ist. Die Schlüsselqualifikation, da haben wir schon drüber gesprochen. Und hier jetzt die Studieninhalte, auch nochmal die einzelnen Schwerpunkte. Und was ich hier interessant finde, das sind halt die Inhalte in den verschiedenen Studienjahren. Das ist hier sehr übersichtlich dargestellt, sodass ich dafür gar nicht erst separate Folien oder Infos erstellt habe. Ja, ihr seht hier die Inhalte des ersten Studienjahres, die allerdings dann, wenn ihr eine Pflegeausbildung habt, angerechnet werden, die ihr also dann nicht mehr belegen muss. Das sind Grundlagen, was Pflegestudieren ausmacht, was Kommunikation angeht, präventives Handeln, der Bereich Rehabilitation und auch so der Bereich der psychischen Problematiken und kognitiven Beeinträchtigungen. Wenn ihr also eine Pflegeausbildung habt, legt ihr dann später los, hier im zweiten Studienjahr. Und zwar geht es dann ums wissenschaftliche Arbeiten. Es geht um Modelle von Gesundheit und Krankheit in der Pflege, also diese Modelle in die Pflege mit einzubeziehen. Es geht um Qualitäts- und Prozessmanagement und ja auch um Pflegewissenschaft, also theoriegeleitete Pflegen. Findet hier auf der Website dann jeweils nochmal weitere Informationen, die ihr euch abrufen könnt, wie umfangreich die einzelnen Module sind, angegeben in Credit Points und auch welche Prüfungsleistung dann jeweils abzulegen ist. Also hier ist es eine Hausarbeit, hier bei Qualitäts- und Prozessmanagement wäre es beispielsweise eine Fallaufgabe und ja, hier Methodik 1, da seht ihr schon, Methodik ist halt wichtig im Studium, akademischen Studium, das ist recht umfangreich mit mehreren Modulen und auch mit unterschiedlichen Prüfungsleistungen. Unter anderem finden hier auch Seminare statt. So, dann kommen wir auf das dritte Studienjahr. Hier geht es dann auch um Pflegerecht, also die rechtlichen Hintergründe. Es geht nochmal um Methodik, hier die Pflegeforschung. Schließt mit einer Klausur ab. Und das insgesamt habt ihr auch hier oben schon gesehen, relativ wenig Klausuren gibt an der Apollon-Hochschule. Ja, Psychologie und Soziologie, ethisch denken und handeln, Grundlagen der Praxisanleitung und dann natürlich auch die Bachelor-Thesis, die am Ende des Studiums steht.
Ja, dann sind hier auch nochmal die Wahlfächer aufgeführt, von denen ihr, wie gesagt, zwei auswählt. Und die bearbeitet ihr auch im dritten Studienjahr, kommen also hier dann noch mit dazu. Auch dort auf der Website dann Infos zum Umfang und jeweils zu den Prüfungsleistungen, hier bei Palliative Care, zum Beispiel ein Projektplan und ein Seminar. Ja, zu den Seminaren noch die Info. Diese finden wahlweise für euch entweder in Präsenz vor Ort statt oder in virtueller Präsenz online. Und es gibt mehrere Termine zur Auswahl. Dann noch euer Studiengangsleiter wird hier eingeführt, Herr Professor Dr. Jörg Hallensleben. Er ist Krankenpfleger, Sozial- und Gesundheitsmanager. Und ja, laut den Infos, hier hat er langjährige Erfahrung in der Krankenpflege, in der Pflege und Unternehmensberatung und auch in der Pflegewissenschaft. Kennt also die Praxis und auch die Theorie und ja auch eher so die wirtschaftlichen Komponenten und die praktischen Seiten. Ja, was ich euch vorhin ja noch angekündigt habe, ihr erwerbt während des Studiums auch Zusatzzertifikate und zwar bis zu 3 von denen, die hier aufgeführt sind. Welche das sind, das hängt jeweils davon ab, welche Wahlpflichtfächer ihr gewählt habt. Und ja, da solltet ihr euch auch im Vorfeld beraten lassen, informieren, das recherchieren, um dann euch auch, wenn es euch auf bestimmte Zertifikate hier ankommt, euch nichts möglicherweise zu verbauen. Welche Zertifikate können hier erworben werden? Die Pflegeberatung nach § 7a SGB 11, das Zertifikat Case Management in der Pflegeüberleitung und im Krankenhaus Entlassmanagement, Praxisanleitung und die leitende Pflegefachkraft nach § 71 Absatz 3 SGB 11. Ja, das waren so die Infos, die ich euch noch mitgeben wollte, direkt von der Website. Das könnt ihr natürlich hinterher, nachdem ihr dieses Video geschaut habt, auch im Detail nochmal selbst dort nachlesen. Und genau, es gab noch einen Punkt, den ich auch interessant fand. Das ist jetzt nicht speziell für diesen Studiengang nur, sondern für alle Studiengänge der Apollon Hochschule zu den Medien, in denen die Materialien zur Verfügung gestellt werden im digitalen Bereich, also als PDF, klar, das ist der Klassiker, aber auch als Mobi, also für den Kindle Reader. Es gibt ein MP3-Aufzeichnung, ganzer Studienheft oder auch einzelner Kapitel, wie man quasi als Podcast für unterwegs. Es gibt auch das EPUB-Format, was für viele Reader verwendet werden kann, zum Beispiel für die Tolino Reader, wenn ihr da jetzt nicht mit den Amazon-Geräten unterwegs seid. Es gibt eine HTML-Version, die sich anpasst auf die Ansicht im Webbrowser, die dann vermute ich mal auch interaktive Elemente enthält. Und es gibt Videos und Web-based Trainings, die auf verschiedenen Endgeräten abgerufen werden können. So, das war es jetzt aber hierzu. Und das letzte Thema, das ist hier noch die Frage, ja, wer soll denn das Ganze bezahlen? Und dass ich das hier mit aufgreife, hat unter anderem auch den Grund, dass genau diese Frage gestellt worden ist, als ich bei fernstudiuminfos.de im Forum den Studiengang angekündigt habe. Wenn wir auch gerade mal hierzu rüber switchen, es gibt einen Textbeitrag auch nochmal mit den wichtigsten Fakten zum Studiengang, habe ich euch auch verlinkt unten. Und Psychedelix hat dazu geschrieben, dass das sehr gut klingt. Die sich allerdings bei der Preisgestaltung fragt, wer das bezahlen soll und wie das zu bezahlen sein soll. Sie geht hier mal aus von einer Einzelperson, die in der Pflege tätig ist, mit einem Nettoverdienst beim Vollzeitjob von 1.500 bis 2.000 Euro. Dann natürlich noch Miete, andere Verpflichtungen, vielleicht noch Kredite und dass dort keine 300 Euro oder mehr für so ein Studium übrig bleiben. Ja, berechtigte Frage. Wenn wir nochmal auf die Studiengebühren schauen, dann sind wir in der Tat bei deutlich über 300 Euro, je nach Variante, im Print sogar bei fast 500 Euro. Heftig und vermutlich tatsächlich mit einem normalen Gehalt erstmal nicht zu bezahlen.
Allerdings sollte euch das jetzt nicht komplett abschrecken gleich, denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Belastung zumindest zu reduzieren. Also klar, einerseits, ihr könnt schon mal auf die längere Studiendauer gehen, vielleicht auch die Online-Variante wählen, dann wärt ihr aber hiernach immer noch bei 351 € pro Monat. Gut, im Moment gibt es ein bisschen Rabatt an der Apollon Hochschule, der Herbstrabatt, und solche Aktionen gibt es ja auch immer wieder mal. Aber so um die 300 €, da hat Psychedelics schon vollkommen recht, bleiben einfach als Belastung. Zusätzlich kann diese noch etwas reduziert werden, oder auch merklich reduziert werden, wenn ihr das Ganze angebt bei eurer Einkommensteuererklärung. Das heißt, euer zu versteuerndes Einkommen reduziert sich um die Studiengebühren, aber auch zum Beispiel um die Fahrtkosten, wenn ihr Präsenzseminare vor Ort wahrnehmt oder andere Studienmaterialien habt, sodass ihr insgesamt dort dann weniger Steuern zahlt hinterher und das natürlich schon auch diese Belastung reduzieren kann. Was ich mir aber auch sehr gut vorstellen kann, ist, wenn ihr tätig seid, berufstätig seid und das Studium richtet sich ja primär an Berufstätige in der Pflege, dass ihr dann auch mit den Arbeitgebern sprechen könnt. Immerhin, Pflegepersonal ist ja überall sehr gefragt und soll möglichst auch gehalten werden. Und dass ihr da überlegt, ob nicht die Studiengebühren ganz oder zumindest teilweise auch durch den Arbeitgeber übernommen werden können. Vielleicht ergibt sich damit ja auch gleich ein Gespräch, wie ihr euch weiterentwickeln könnt im Bereich eurer Tätigkeit, welche zusätzlichen Aufgaben ihr mit übernehmen könnt, dann durch vielleicht auch dann zu mehr Gehalt kommt, was ja auch wieder, wenn ihr zumindest einen Teil der Gebühren selbst bezahlen müsstet, dann zumindest mittel- bis langfristig zu einer Refinanzierung führen könnte. Klar, es gibt auch noch allgemein Möglichkeiten, was die Finanzierung eines Studiums angeht. Ihr könnt euch um Stipendien bewerben oder halt auch einen Kredit aufnehmen, wobei natürlich dann man das immer so eine Sache ist, dann quasi noch Schulden zu haben hinterher. Machen aber auch einige, kann eine Möglichkeit sein. Natürlich während des Fernstudiums kommt man vielleicht eh auch etwas weniger dazu, Geld auszugeben, spart da auch ein bisschen, aber letzten Endes ist es einfach so, es ist ein großer Batzen Geld und auch das ist eine wichtige Frage, vorher zu kalkulieren, passt das finanziell dann auch rein. Ja, das war's von meiner Seite mit meinem Überblick über diesen Bachelor Pflege an der Apollon Hochschule. Ich finde es eine ganz spannende Sache, gerade auch um Menschen auch in der Pflege zu halten und trotzdem die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln und dann halt auch komplett weg zu sein. Mich interessiert, was ihr von diesem Studiengang haltet, ob das interessant für euch ist und ob der auch inhaltlich euch so das bietet, was ihr euch wünscht dafür. Lasst gerne einen Kommentar dazu da. Und ja, weitere Informationen zur Apollon Hochschule findet ihr bei fernstudiuminfos.de und natürlich auch hier bei YouTube. Und jetzt im Herbst, Winter gibt es auch noch ein Interview mit der Apollon Hochschule, allerdings zu einem anderen Studiengang. Gut, das war's von mir. Wie immer zum Schluss, wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen hoch dafür. Abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt bei weiteren Videos und auch Interviews zur Apollon Hochschule und ganz allgemein zum Thema Fernstudium.